So, herzlich willkommen. Jetzt werden wir tatsächlich diese DGL des Einschaltvorgangs bei einer Spule mathematisch lösen. Dazu erinnern wir uns, ich verweise auf das Video zum Aufladevorgang eines Kondensators. Da hatten wir eine solche DGL und haben die tatsächlich durch Trennung der Variablen und Integration gelöst und haben herausgefunden, die Lösung sieht so aus, wenn die Anfangsbedingung lautet, zu Beginn ist die Funktion 0. Das ist hier erfüllt, denn die Stromstärke ist offensichtlich 0. Bevor ich einschalte. Dann nimmt die Lösung diese einfache Gestalt an und das ist eben beschränktes Wachstum, wie man es in Mathe leider gerade nicht mehr macht. Wir müssen also nichts anderes tun, als hier Alpha und Beta einzusetzen. Alpha ist U0 durch L, Beta ist R durch L. Dann hier mal Kehrbruch. Dann kürzt sich das L weg und es bleibt U0 durch R stehen. Mal 1 minus E hoch minus. Und jetzt den Trick kennt ihr auch schon. Wir lassen das nicht so stehen, sondern wir schreiben das als T durch klein tau. So, also hier in voller Schönheit hingeschrieben. Das kennen wir schon. Das ist die Maximalstromstärke. Auch physikalisch klar, der wird sich das Schaubild nähern, wenn der Einschaltvorgang, also der Induktionsprozess, so gut wie abgeschlossen ist. Und dann stellt sich raus, wir machen gleich ein Beispiel, dieses kleine Tau, kleines griechisches T, welches der Kehrbruch von dem ist, ich schreibe es ja in Nenner, also L durch R, das hat die Einheit Sekunden. Und deswegen ist diese Darstellung schön. Da steht einfach das Verhältnis von der Zeit, die verstrichen ist, zu dieser sogenannten Zeitkonstanten des LR-Kreises. Eine Reihenschaltung aus Spule mit Induktivität L und eines Widerstandes R nennt man auch LR-Kreis. Ja, und mehr brauche ich nicht zu wissen. Das hier ist die Lösung. Schaubild sieht so aus: beschränktes Wachstum und strebt gegen Imax. So, nehmen wir mal einfache Zahlen, zum Beispiel eine Spule mit 10 Henry als Induktivität und der Gesamtwiderstand im Stromkreis, da ist schon der ohmsche Widerstand der Spule drin, soll 100 Ohm sein. Wie realistisch das ist, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Das Schöne ist, hier kann man sich immer mit einem Eisenkern rausreden und sagen, ja, ich habe wenig Windungen, also nicht so einen hohen Widerstand, aber ich nehme einen Eisenkern oder irgendein anderes Material, welches mir die Induktivität aufgrund eines hohen μr-Wertes hochtreibt. Und jetzt rechnen wir mal diese Zeitkonstante aus. Dann haben wir 10 Henry durch 100 Ohm. Und jetzt gucken wir uns mal die Einheiten an. Henry war Volt Sekunde durch Ampere oder Volt durch Ampere durch Sekunde. Und Ohm ist bekanntlich Volt durch Ampere wegen U durch I, Spannung pro Stromstärke. Dann mache ich mal Kehrbruch und es kürzt sich tatsächlich alles weg bis auf die Sekunde. Und dann bleibt also 0,1 Sekunden übrig. So, und die Frage ist jetzt, warum heißt das Zeitkonstante des LR-Kreises? Was ist die Bedeutung von diesem Tau? Die Bedeutung ist folgende: Wenn ich ein Tau einsetze, also die Zeit klein tau verstreichen lasse, in diesem Beispiel 100 Millisekunden oder 0,1 Sekunden, dann steht das da. Hier oben kürzt sich das Tau dann gerade weg. Und es bleibt e hoch minus 1 stehen, also 1 durch e. Wenn er dann mit dem Taschenrechner diese Klammer ausrechnet, dann kriegt er einen Prozentsatz von I max raus. Macht es mal selber schnell. 1 minus E hoch minus 1 eintippen. Und dann kommt raus, nach der Zeit tau sind ungefähr 63,2% der Maximalstromstärke erreicht. Das ist jetzt aber keine wirklich brauchbare Zahl. Interessanter ist, was passiert, wenn ich hier 5 mal tau einsetze. Dann steht hier oben 5 Tau für T, das kürzt sich hier mit diesem Tau und es bleibt E hoch minus 5, also 1 durch E hoch 5. Das ist so gut wie 0. Das heißt, da geht fast gar nichts mehr von der 1 weg und das gibt ungefähr 100%. Rechnet es wieder genau aus mit dem Taschenrechner bitte. Und da kommt jetzt tatsächlich raus, 99,3% von I max ist nach 5 Tau erreicht. Und da kann man jetzt für die Praxis sagen, wenn 5 Tau verstrichen sind, also in dem Beispiel 0,5 Sekunden, dann kann ich den Einschaltvorgang als beendet betrachten, denn dann habe ich so gut wie die Maximalstromstärke. Jetzt kann man sich natürlich streiten, warum nimmt man nicht 6 Tau oder hätten 4 Tau auch gereicht. Das hat sich einfach für die Praxis gezeigt. 5 Tau ist ein guter Wert, genauso bei den Kondensatoren damals.
In dem Sinne beschreibt das Tau, wie lange der Einschaltvorgang dauert, denn nach 5 Tau ist er so gut wie zu Ende. Theoretisch, das ist wichtig, diese Klammer wird niemals exakt 1. Ja, aber praktisch bin ich irgendwann so nahe an Imax, dass ich keinen Unterschied mehr messen kann. Und dann sage ich für die Praxis, okay, wenn ich hier noch ein Lämpchen einbaue, das Lämpchen leuchtet jetzt mit voller Helligkeit, der Induktionsprozess ist für mich zu Ende, wobei, wie gesagt, theoretisch eigentlich nie sein Ende erreicht. Okay, damit, wenn ihr es euch leicht machen wollt, wenn ihr so eine Kurve zeichnen müsst, skaliert ihr hier die T-Achse in Vielfachen von Tau. Oftmals ist nämlich hier nicht so eine schöne Zahl wie 0,1 Sekunden, sondern 0,23 Sekunden oder was auch immer. Dann macht ihr einfach 1 Zentimeter entspricht einem Tau. Dann habt ihr es ganz bequem, weil dann sieht diese Kurve immer gleich aus. Imax, auch hier werden euch Zahlen gegeben für U0 und für R. Es kommt noch eine Aufgabe, wo konkrete Zahlen drin vorkommen. Das soll jetzt mehr die theoretische Vorbereitung sein. Dann wählt er für Imax 2 cm, 3 cm, was auch immer, was eben gerade passt. Das hier wird die waagrechte Asymptote des Schaubilds sein. Nach Tau wisst ihr, ungefähr 63% von Imax sind erreicht. Dann könnt ihr mit dem Taschenrechner noch ein paar weitere ausrechnen. Und hier bei 5 Tau ist es fast nicht mehr zu unterscheiden von der Asymptote. Das heißt, ab hier kann man sagen, I ist Imax, es ändert sich so gut wie nichts mehr. Das ist der Verlauf. Der typische Verlauf der Stromstärke in einem LR-Kreis, wo eine Spule und ein Widerstand vorkommen. Aufgabe mit konkreten Zahlenwerten kommt, wie gesagt, aber hat eigentlich mit Physik nicht mehr viel zu tun. Es ist nur noch Umgehen mit dieser speziellen E-Funktion hier. Zum Beispiel so typische Fragestellungen wie, nach welcher Zeit ist Imax halbe erreicht? Da müsst ihr einfach eine Gleichung mit Hilfe des natürlichen Logarithmus lösen, wie ihr es in Mathe schon oft geübt habt. Okay, zum Abschluss überzeugen wir uns jetzt tatsächlich noch davon, dass dieses Ding tatsächlich diese DGL löst. Wir können sie auf den Standpunkt stellen, ja gut, wir haben ja hier die DGL wirklich schon von Hand gelöst durch Integration, also wird das schon passen, aber es ist auch eine gute Übung, wenn ihr hier nochmal dieses Ding ableiten lernt und da einsetzen. Das machen wir folgendermaßen. Wir rechnen die linke Seite aus, also die Ableitung von dem, und getrennt davon die rechte Seite und gucken am Ende, ob da das Gleiche rauskommt. Okay, links steht die Ableitung von diesem Ding. U0 durch R ist ein konstanter Vorfaktor, der bleibt stehen. Und jetzt, da machen viele einen Fehler. Jetzt muss ich die Klammer ableiten. 1 ist ein konstanter Summand, der ist weg beim Ableiten. Also steht hier minus e, die e-Funktion bleibt bekanntlich stehen. Und dann ganz wichtig, Kettenregel, mal die innere Ableitung. Wenn ich das ableite, bleibt minus 1 durch tau stehen. T abgeleitet gibt 1. Minus und minus gibt plus. Dann steht hier u0 durch r. 1 durch tau ist r durch l. Dann kürzt sich noch das R und hier bleibt U0 durch L mal E hoch minus T durch Tau. Okay, das wie gesagt bereitet einigen Schwierigkeiten, aber ist letztendlich, wenn ihr in Mathe diese Sachen geübt habt, nichts Wildes. Stehen halt ein bisschen viel Buchstaben da. Rechte Seite, macht das doch mal jetzt spätestens selber, macht kurz Pause, setzt das in die rechte Seite ein und guckt, ob da das Gleiche rauskommt. Okay, ich hoffe, es hat geklappt. Hier zum Vergleich, zur Kontrolle. Wir müssen hier dieses I von T einsetzen. Also mache ich das direkt. Dann steht hier U0 durch R mal 1 minus E hoch minus T durch Tau. Dann kürzt sich hier netterweise das R weg. Es bleibt U0 durch L stehen, beides mal. Das kann ich ausklammern. Dann bleibt hier vorne in der Klammer eine 1 stehen. Minus und dann in der Klammer 1 minus e hoch minus t durch tau. Minus Klammerregel, 1 minus 1 fällt weg, minus mal minus gibt plus und tatsächlich sind linke und rechte Seite gleich. Das ist noch wichtig für alle Zeiten t größer 0 oder größer gleich 0. Ab da betrachten wir den Einschaltvorgang. Diese Ausdrücke sind, egal was ich für klein t einsetze, gleich und damit ist das jetzt nachgewiesenermaßen eine Lösung dieser DGL.
Das einfach nochmal als nette kleine mathematische Übung. Für die Aufgaben selber reicht es aber, wenn ihr die Funktion kennt. Da wird auch nicht von euch verlangt, dass ihr die DGL explizit lösen müsst. Ihr müsst einfach mit dieser Funktion hier umgehen lernen. Das kommt dann, wie gesagt, im nächsten Video, wo auch konkrete Zahlen gegeben sein werden. Bis dahin, macht es gut.